Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Heute sprechen wir mal über die Königin des Stoffwechsels, die Leber. Was die alles für Aufgaben hat und wenn die nicht richtig funktioniert, was es alles für Folgen haben kann, das... Erfahren wir heute von unserem Arzt und Heilpraktiker Kurt Mosetter und er wird uns mitnehmen auf die neuesten Erkenntnisse und auch wirklich die tiefgründigen Ursachen, dass man das Ganze mal versteht, wie überhaupt unser Körper miteinander im Einklang funktioniert. Bleiben Sie dran. Hallo, lieber Kurt, schön, dass du da bist. Dankeschön. Und immer wieder schön, dass du eben Körper, Geist und Seele in Verbindung bringst und auch dieses Wunderwerk an Mensch und unsere Selbstheilungskräfte auch immer so schön ja, einfach verdeutlichst und erklärst, das auch beim Thema Königin, des Stoffwechsels, die Königin ist ja bei uns ziemlich am Leiden. Ja. Und damit die wieder ihren Thron einnehmen kann, wäre es mal schön, weil aktuell liegt die ja eher im Kerker, würde ich sagen, oder? Also die Königin ist die Leber. Und in den Zeiten von Stress und Angst und Panik, da leidet die Leber. Das heißt, man so weit voraus, der größte Feind von der Leber ist Stress. Und wenn der Körper zu viel Stress hat, dann kriegt die Leber die Impulse, hey, produziert Zucker, produziert Zucker, und dann baut die Leber um in Zuckerproduktion. Und ähm, dann ist zu viel Zucker im Blut, und dann gibt es eine Kaskade von Ereignissen. Aber noch einen Schritt zurück. Mhm. Ähm, Im Jahr 1987, 88, 89 habe ich fantastische Lehrer gefunden in Nepal, Sikkim und Tibet. Und der führende Ayurveda-Arzt, Dr. Mana, für den war klar, die Leber ist Schlüsselorgan, um äh, alle Zivilisationserkrankungen abzufangen. Und er hat uns beschrieben, zu viel Zucker, Pizza, Pasta, Cola und zu viele Früchte, Mache die Leber krank. Wenn die Leber krank wird, entsteht eine nicht-alkoholische Fettleber. Die Leber sieht noch ganz ordentlich aus. Die Leute haben noch kein Übergewicht, kein Diabetes, aber die Leber ist schon krank. Und je nach familiärer Belastung kann dann ein Krebs entstehen oder eine Autoimmunerkrankung oder eine Neuroerkrankung. Und ähm, für mich war das abenteuerlich, also Pizza, Pasta, Zucker, Ben, war klar, aber dann tatsächlich Brot natürlich immer weg, aber dass plötzlich die Früchte weg waren, war für mich abenteuerlich, habe ich auch in der Folge Jahrzehnt nicht verstanden. Dann kam der Leibarzt vom Dalai Lama, Yeshi Donden Barry -Like. und die haben das Gleiche aus der tibetischen Medizin. Pizza, Pasta, Cola, Ben, ähm, keine kurzkittige Kohlehydrate, kein Brot, keine Nudeln, keine Kartoffeln. Und kein Reis. Dann gesagt, ja, das ist ja Wahnsinn. Aber auch keine Früchte. Dann gesagt, ja, aber die Vitamine. Dann haben sie gesagt, Gott, die Vitamine sind nachgeschaltet. Man braucht sekundäre Pflanzenstoffe. Damals waren das noch keine sekundären Pflanzenstoffe, sondern molekulare Naturstoffe. So weit, so gut. Dann haben wir viel von den Kräutern mitgenommen ähm, aus Nepal und Sikkim an die Charité. Und jetzt kam die nächste glückliche Konstellation in unserem Leben. Ein guter Freund von meinem Papa, der wurde inzwischen wieder gesund mit seiner Autoimmunerkrankung. Der Professor Werner Reuter war ein Glykobiologe und ein Leberspezialist an der Charité. Also ein Glykobiologe, der hat Zucker beforscht. Und der größte Feind von der Leber ist wirklich Zucker. Also jetzt auch biochemisch. Zucker und Fruchtzucker. Dann haben wir verstanden, aha, der Zucker hat Zucker, Insulinresistenz führt dazu, dass die Leberstress hat. Und jetzt gibt es eben unterschiedliche Erkrankungen. Während der eine aus dem Zuckerstress über die Leber einen Diabetes Typ 2 entwickelt, nochmal ein anderer Gewicht zunimmt, wird nochmal ein anderer eine nicht-alkoholische Fettleber entwickeln. Und ähm, die Leber, wenn sie gesund ist, regulierter Stoffwechsel, wir haben genügend Energie, alles gut. Aber wenn die Leber geschädigt ist, dann entsteht Müdigkeit, Abgeschlagenheit, dann entsteht so ein Müdigkeitssyndrom, Fatigue-Syndrom, aber auch eine Immunschwäche und ein Energiemangel. Die Strategie dann an der Charité hat gezeigt, aha, wenn die Leber richtig krank wird, dann entsteht endlich eine Leberzirrhose, das ist übrigens durch Fruchtzucker induzierte Leberzirrhose ist inzwischen Transplantationspunkt Nummer eins für die Leber in den USA. Also, es gibt dann die Leberzirrhose und dann ein Leberkoma mit viel Ammoniak. Das heißt, wenn die Leber leidet, entsteht richtig viel Ammoniak. Und das macht uns dann todkrank im Hirn. Das sorgt dann für Sepatoenzephalopathie assoziierte Koma. Das hemmt aber auch überhaupt die neuronale Entwicklung. Jetzt war die Frage, was kann man mit der Leber denn noch tun, wenn sie krank ist? Kann die wieder zurückkommen? Ja, die kann wieder zurückkommen. Ich sagte, ja, das kann ja gar nicht sein, dann wüsste man das in Europa. Jetzt kam über den Professor Reuter ein Hepatologe ins Spiel im Große Kreuzkrankeholz in Berlin. Und jetzt haben wir den Patienten Galaktose geben. Und siehe da. Die Leberwerte wurden besser, Gamma-GT besser, die ALAT, die Alanin-Aminotransferase besser. Und ähm, wir haben gesehen, Galactose bindet Ammoniak. Und den Patienten ging es viel besser und die Leber hat sich verbessert. Aber wie ist das möglich? Dann war die Frage, wer ist denn noch der weitere Feind von der Leber? Wir haben schon gewusst, der Fruchtzucker. Hier hat es noch keiner geglaubt. Heute ganz klare Datenlage aus der USA vom Robert Lustig, aber vom Nikolai Worm, von vielen Forschern. Der Hauptfeind für die Leber ist der Fruchtzucker. Der Fruchtzucker sorgt dann lebertoxisch für die Entstehung von einer hohen Harnsäure. Das schaltet die Fettsynthese an. Das heißt Fett. Entsteht nicht ähm, dadurch in uns, wenn wir Fett essen, sondern wenn in der Leber Fett entsteht, dann jagt es die Fettwerte hoch und dann aktiviert die Glykierung, also eine toxische Substanz, 200 mal stärker als der normale Zucker. Dann geht unser Sättigkeitsgefühl verloren und es ist eine Katastrophe. Mhm. In den USA, 42 Prozent der Bevölkerung hat eine nicht-alkoholische Fettleber. Die sind schlank. Da sieht man nichts, aber die haben eine Fettleber. Ja, du hast ja auch die, diese Fettleber in Verbindung mit dem Krebs, gerade bei den genau. Kindern auch schon mal genannt in einem genau. Interview mit. Genau. Die haben wahrscheinlich auch eine Fettleber vor ihrem Krebs. Genau, die haben vorher eine Fettleber. Und jetzt kommt die gute Botschaft. In Asien, 1987, 88, 89, anders ernährt, mit einem gesunden Darm erholt sich die Leber, ja. Und jetzt die gute Botschaft, aktuell aus den USA, neun Tage, nur neun Tage ohne Süßgetränke, dann geht es der Leber bei allen Menschen schon besser. Die Fettwerte kommen runter, die Harnsäure kommt runter, das Appetitverhalten bessert sich das Gewicht verbessert. Nur neun Tage. Das heißt, die Leber hat ein unheimliches am Potenzial. Das heißt, wenn man die Leber gut pflegt, sind wir auf der guten Seite. Die Pflege kommt aus dem Darm. Wenn aus dem Darm gesunde Substanzen produziert werden, wie kurzkettige Fettsäuren, Fettverbrennung. Wenn im Darm Energie entsteht, wird Mitochondrien. Dann kommen die Signale vom Darm zur Leber und sagen, Leber ist gut, geh schlafen, Regeneration. Aber wenn der Darm krank ist und die Nährstoffe nicht kommen, dann sagt das Gehirn: wir kriegen nichts aus dem Darm. Leber, du springst ein und dann produziert die Zucker. Und für viele Menschen, die denken, sie ernähren sich gut, die haben dann trotzdem erhöhte Blutzuckerspiegel am Morgen. Da steigt dann der HbA1c an, und das ist die Leber. Mhm. Deshalb brauchen wir die Pflege aus dem Darm, die Pflege aus der Ernährung und die Pflege aus dem Mindfulness, der achtsame, stressregulierende Lebensstil, der dann hilft, dass die Leber ins Spiel kommt. Wenn die wiederkommt, ist der Garant für die Rückeroberung von der Gesundheit, sowohl bei Autoimmunerkrankungen wie bei Neuroerkrankungen, Parkinson-Alzheimer, aber auch bei einsündlichen Erkrankungen, Herz-Kreislauf, aber auch bei Erkrankungen, die in die Entwicklung von der Onkologie gehen. Mhm. Gerade die mit der Leberproblematik, meistens geht es ja auch in diese Richtung, erhöhte HB1C-Werte, dann sind wir schon beim Diabetes. Wenn jetzt ein Diabetiker umstellt auf eine kohlenhydratarme Ernährung oder mediterrane Kostform, dann hat er ja morgens diesen extrem hohen Blutzuckerspiegel oft und erschrickt durch diese genau. Gluconeogenese. Genau. Wie lange dauert das? Wie lange muss er durchhalten? Wie kann er das steuern, dass er nicht da in so eine Angst verfällt? Wie gehst du da mit dem Patienten um? Wenn, wenn man umstellt, und der Körper gewöhnt war an kurzketige Kohlenhydrate mit dem hohen Insulin, hat er zwei Probleme. Das heißt, man gibt ihm Fett, aber er kann es noch nicht verwerten. Aber wenn er dann das, den Zucker nicht mehr hat und die Kohlehydrate ist insulin, die Baseline vom Insulin immer noch zu hoch, das messen wir über den HOMA-Index. Wir messen Insulin. Und wenn das zu hoch ist, aber er ist fett noch nicht verwertet, dann kriegt er Unterzucker, dann wird er nervös, er schlaft schlecht und Unterzucker möchte man auf keinen Fall. Und wenn er Unterzucker hat, dann kriegt die Leber Stress und produziert Zucker. Deshalb. Gucken wir, dass man am Abend noch moderat zum Beispiel eine Linsensuppe isst, da ist ein bisschen Galaktose drin, trinkt man ein Glas Wasser mit ein bisschen Galaktose. das induziert die Fettverbrennung, das gibt Energie und so kann ich die Senke, die sonst entstehe, mit verdeckter Hypoglykämie überwinden. Dann kann man der Leber noch Bittersubstanzen geben. Taraxacum, Compositum, Mariendistel, Bittersubstanzen. Und so kann man die Leber auch noch ähm, geschickt pflegen. Die Leber braucht eine gute Fürsorge. Und über Pro- Präbiotika kann man die Leber auch noch mal fördern. Aber das ist eine wichtige Botschaft, man muss das langsam machen. Das heißt, am Anfang nur langsam weg von der kurzkettigen Kohlehydrate zu langkettiger. Dann von der langkettigen die langkettige reduzieren. Als Ersatz Kohlenhydrat, die Galaktose mhm. und wieder Substanze. Dann kommt die Leber zur Ruhe. Vielleicht sogar ein Leberwickeln. Alles gut. Wie wirkt die Galaktose-Auswirkung auf den Insulinspiegel? Die ist insulinunabhängig. Das ist eben das Schöne. Inso Galaktose ist insulinunabhängig. Otto Warburg, ja. schon äh, Hans Kosterlitz. Wie kriegt dann der, der unterzuckert ist, mit der Galaktose seinen Unterzucker? Ähm, er braucht in kein Insulin, weil die Galaktose über die Glucose-1- und 3-Transporter reinkommt. Okay. Das sind Einräder und Dreiräder. Ach, cool. Und die Galaktose baut sogar zusätzliche Glucose-1- und 3-Transporter. Also erholt und sich der Blutzucker genau, wie, genau, wieder, unabhängig genau. vom Insulinspiegel. Und der Zucker kommt plötzlich wieder rein Ach, das ist und ja das Insulin sinkt. Und so kann man den Stoffwechsel erziehen. Bei Kindern mit ADHS, bei Menschen, die in der Abhängigkeit sind vom Diabetes Typ 2, bei Menschen nicht bei der nicht-alkoholischen Fettleber, aber auch bei Tumorpatienten und Neuropatienten. Die sind ja oft gepreimt und haben sechsmal am Tag Kohlehydrate. Und am Schluss verhungern sie in der Kachexie, mhm. weil sie die nicht verwerten können. Deshalb brauchen die Fett. Aber wir müssen ihnen helfen, das ist Fettverbrenner und Galactose induziert die Fettverbrennung. Das ist ein Patent von Novartis. Ähm, und ähm, eigentlich fantastisch. Und jetzt kann ich für den Entzug, Zuckerentzug, Galaktose verwenden. Wenn die Fettverbrennung läuft, verbrauche ich die vielleicht gar nicht mehr. Jetzt ist es ja schon sehr kostspielig, gell? Die Galactose. Muss ich da beim Einkauf auf irgendwas achten? Gibt es da wieder so ein bisschen schwarze Schafe? Oder? Ja, da gibt es Galactose aus importiert aus China und Indien. Die wird eben China und Indien sind nicht schlecht, aber dort wird Galaktose halt aus ähm, zum Teil der Kadavermilch, also Milch von Kadavern mit ähm, Molke und Schwefelsäure gewonnen. Die Galaktose möchte man nicht im Hirn man ähm, und deshalb möchte mir gern eine hochreine Galaktose. Die, die jetzt viele Schweizer Apotheker haben, ähm, viele, die wir jetzt in unserem Fall kendo shop haben, die ist so hoch rein nach GMP-Bedingungen, das heißt, da kann man eine Infusion draus machen, mhm. die ist 100% safe, die ist bei der Kölner Liste, NADA, WADA, Profisport, geprüft, jede Charge zertifiziert und das sind wir safe. Und dann brauchen wir gar nicht so viele Ein bisschen reicht, das kann man flankieren noch, ähm, indem man sich ein DAL macht. Also Nepal, Sikkim, Tibet, ähm, im DAL. Hat man eigentlich lange verkochte Linse? Da ist auch Galaktose drin. Okay, ja. super. Wie würdest du es jetzt bei, bei Kindern anwenden, um eben diese. Weißt du, Kinder hast du ja oft auch nicht unter Kontrolle. Ja, ja dann gibt es mal hier ein Red Bull und da wird mal irgendwas äh, reingepfiffen, geschwind. Aber man möchte dann trotzdem den so ein bisschen immer was unterschieben. Ja. Das machen wir so: Im Profisport ist der Zeugwart und der Physio rührt das an. Und die haben ihr Sportgetränk. Mhm. Und ähm, bei den Kindern ist dann so: Mama oder Papa machen das Getränk. Dann haben die einen halben Liter Wasser, dann macht man einen Teelöffel rein. Und wenn die Durst haben, dann trinken sie das. Und dann vermeiden wir die Peaks vom Zucker mhm. und die Downs vom Unterzucker. Und den Schleuderkurs mit Up und Down. Also das heißt, kann ich das echt mit in die Schule geben? Und das kann man mit in die Schule geben, oh, absolut. Genau. Oder zum Arbeiten? Ja, oder absolut. Gerade auch wenn ich jetzt auch körperlich arbeite. Ja. Okay. So. Und die Leber wird noch geschützt und die, und die Leber wird noch Genau. Und das Ammoniak wird noch gebunden. Gut, dann habe ich ja ein neues Lieblingsnahrungsmittel. Genau. <lacht> absolut. <lacht> und die Leber ist ein magisches Organ mit einer großen Kapazität. Man kann sich vorstellen, man hat so ein kleines, schönes Organ, ganz im Hintergrund. Und wenn das aber sich zur Fettleber entwickelt, dann entsteht ein metabolisches Syndrom, die Handsäure geht hoch, deshalb Gicht, Blutdruck steigt an, und äh, dann entsteht allalong auch ein Diabetes Typ 2, oder eine Adipositas, aber dann schlägt es ein über die Blut-Hirn-Schranke und dann kommt das Gehirn dran. Mhm. Deshalb leidet, last not least, das Gehirn. Und lange Zeit, bevor das Hirn leidet, kann man die Leber pflegen und dann ist eine gesunde Leber ein Gehirnschutz. Mhm. Dann hast du natürlich diesen Typ-3-Diabetes nachher am Start. Genau, genau. Kann man den nochmal reversibel Das ist gestalten? unsere Forschung an der Charité über. Galaktose und Leberforschung, ah, deshalb haben man ein Buch geschrieben, das heißt, ähm, Zuckerkrankheit, Alzheimer. Und auch da, man kann das vermeiden und bis zu einem gewissen Grad tatsächlich zurückdrehen. Mhm. Das heißt, man reduziert dann die schlechte Kohlenhydrate. Alzheimer ist in einem hohen Prozentsatz der Fälle ein Diabetes Typ 3, also eine Insulinresistenz im Gehirn. Und ähm, jetzt ist der Zuckerspiegel im Gehirn und der Zuckerspiegel peripher über die Leber gekoppelt. Das heißt, wenn man die Leber gut pflege ähm, und dann tatsächlich die kurzkettige Kohlenhydrate mit dem toxischen Impact fürs Gehirn reduzieren, dann hat das Gehirn eine riesige Kapazität, sich zurückerobern. Im Tierexperiment fünfmal wiederholt, konnte man eigentlich zeigen, bei allen Tierchen mit einer Insulinresistenz, Diabetes Typ 3, dass sie sich innerhalb von vier Wochen wieder erholen. Mhm. An der Charité und in Zagreb. Und eigentlich ja denkt man, ja, dann muss man es doch tun. Aber. Im Moment äh, hat es noch zu wenig ähm, praktische Umsetzbarkeit uns es braucht auch Aufklärung, wie machtvoll die Ernährung ist und der Darm und Mikronährstoffe und wie wichtig das Stoffwechselorgan Leber ist. Bis heute erleben wir das dann gesagt, ja, das ist ein Wohlstandsleberchen. ein Wohlstandsleberchen. Das ist Sprungbrett in die Krankheit, mhm. deshalb muss man ja. was tun. Jetzt haben ja doch viele Probleme mit der Verdauung, zu schnelles Essen und und und. Dann hast du nachher die Fäulnisbakterien im Darm, mhm. die dich ja deutlich schlimmer vergiften wie die Toxine von außen. Ja. Das ist ja vielen auch gar nicht ja. bewusst. Wie schaffe ich es jetzt, wenn mir das bewusst wird, diese Toxine rauszubekommen oder die Leber nochmal zu unterstützen? Also man soll eigentlich jeden Tag einmal Stuhlgang haben. Wenn man die FX-Meyer-Ärzte frage, jetzt dann liebe Henning und Alex, dann sage ich die sogar eher zweimal. Man sollte auf keinen Fall Verstopfung haben. Die Obstipation, ähm, die korreliert mit Endotoxine und mit Ammoniak und dann kommt eben das Ammoniak noch aus dem Darm und schädigt von dort die Leber. Das ist eigentlich ganz sicher. Und die Signale vom Darm, die sollen die Leber pflegen und nicht schädigen. Mhm. Deshalb kann man sagen... Die Aufenthaltszeit von bestimmten Lebensmittel im Magen, Darm, Dünndarm, Dickdarm ist eigentlich dann besonders hoch. Getreide sechs Stunden im Magen, sechs Stunden im Dünndarm, sechs Stunden im Dickdarm, also 18 Stunden. Aber wenn ihr jetzt noch Fleisch mit Getreide nimmt, dann, dann verstopft das Rohr und dann kommt garantiert Verstopfung. Also Früchte. Die wertvolle mit wenig Fruchtzucker und Gemüse, die sind weniger lang da. Die beschleunigen die Verdauung. Und deshalb würde ich dann solche Dinge, die eigentlich lang den Darm belasten, reduzieren. Ich würde tatsächlich mit viel Wasser viel trinker, die magen darm beschleuniger. Ich würde tatsächlich mit dem Prä- Bio Probiotika, den der Darmbakterien auf die Sprünge helfen. Ich würde tatsächlich mit Glutamin und Galaktose die Entgiftung aktivieren. Es gibt auch noch Aminosäure, die, ähm, wie Arginin und Ornithin und verzweigkettige Aminosäure, die können auch Galakt die können auch Ammoniak binden, da kann man noch damit arbeiten. Gelum ist eine Substanz, die bindet ähm, Ammoniak. Also alles, was die Magen-Darm pflegt, mit ins Spiel bringen und es hilft dann eigentlich auch der Leber. Ich war auch ein bisschen erschrocken, wie viele Menschen doch Verstopfung haben, so Kollektives nicht loslassen Absolut. können an ja. alten Dingen vielleicht auch. Wie würdest du, gerade auch im Thema gibt es ja auch Darmreinigungskuren, äh, Kohlenhydro, regelmäßige Einläufe, Kaffee-Einläufe, oder mit irgendwelchen Knoblauch. Hast du da Erfahrungen? Was hältst du davon? Also erstmal muss ich von der eigenen Ignoranz berichten. Ich habe da immer drüber gelacht. Ich habe auch über die eiweiß eier ärzte gelacht. Und ich wollte auch keinen Einlauf. Ich habe das gesehen, ich habe das respektiert und habe gedacht: Na ja. Genau. Dann habe ich aber ähm, über die Paracelsus-Klinik, über der Viktor von Tönkes, über der Thomas Rau und Olaf Kunke und über das Simon Feldhaus und über viele Patienten und über viele Heilpraktiker gelernt. Hey, das wirkt richtig gut. Also eine Darmspülung, eine Darmsäuberung. Dann kamen die FX-Meyer-Ärzte, Henning Sator und Alex Witasek und so weiter. Ja, das wirkt richtig gut. Und ähm, es war eigentlich die eigene Ignoranz, dass ich viel zu lange das nicht gesehen habe, obwohl ich es ja hätte wissen müssen. Denn für Asien war klar, das Tor zur Gesundheit ist der Darm und die Königin ist für den Stoffwechsel ist die Leber. Und ähm, jetzt weiß ich, wir müssen uns flankieren. Und wenn jetzt jemand noch eine Darmreinigung macht, wenn jemand noch eine Darmspülung macht, wenn jemand noch eine, sozusagen eine faste Intervention macht, den Darm. Zu entgiften, alles gut. Und jetzt muss man gucken, wem, zu wem was am besten passt. Ja, Aber eben. ja, also wir haben das zu wenig auf dem Radar gehabt. Ja, wir haben zu wenig Erfahrung damit gehabt. Aber auch ja, ähm, je das Netzwerk, wenn irgendjemand bereit ist, das zu tun, haben wir viel bessere Karten. Alle Menschen, die mit der Darmreinigung aktiv sind oder mit Darmspülungen oder ähm, mit allem in dem Kontext, die dann zu uns kommen haben eine bessere Regulation dann haben wir eine leichtere Arbeit und alle anderen medizinischen Maßnahmen wirken dann besser also deshalb immer gerne Kombis also gibt es da irgendeinen Einlauf wo du sagst der macht wirklich für die Leber Sinn Kaffee Knoblauch oder nur Wasser genau im oder? Wechsel genau Kaffee wird empfohlen aber da kann ja. ich jetzt nicht normalen Haushaltskaffee nehmen oder das ähm, sind ja auch wieder lauter Belastungen. Ja, ja, genau, da muss man schon was, äh, ein Bio-Öko-Kaffee kaufen, okay. der ist dann wertvoll. Und da haben wir dann wirklich von den FX-Meier-Ärzten gelernt, ja, das sollte man dann nicht zu oft machen, aber dann schön dranbleiben, so eine Säuberung gut durchziehen. Mhm. Und du hattest gemeint, das funktioniert gut. Woran machst du dieses Fest? Haben die dann relativ schnell bessere Leberwerte oder geht der Gamma-GT ja. runter oder? Die Leberwerte wäre schnell besser. Okay. Die ALT wird besser, die Gamma-GT wird besser, die Fettwerte wäre besser. Also die Fettwerte wäre besser, wenn es der Leber besser geht. Die Fettwerte wäre nicht besser, wenn ich einfach weniger Fett esse. Ja. <laughs> genau. Also <laughs> klares Statement. Genau. So. Ja. Genau und. Äh, dann merke ich es aber auch, dass die Muskeln elastischer wären. Die Faszien wäre geschmeidiger. Und wenn jetzt Menschen mit chronischem Schmerz und Schmerz und Bandscheibenvorfälle zu uns kommen, behandeln wir manuell. Myoreflextherapie ist unsere Königsdisziplin. Und je besser der Darm und der Stoffwechsel, umso schneller reagiert es. Mit weniger Behandlung, eine größere Nachhaltigkeit ein nachhaltig besseres ziel je schlechter der arm je mehr die leber belastet umso mehr metabolische azidose umso mehr ammoniak umso zäher ist die behandlung. Mhm. Ähm, deshalb ist die verbindung so schön. eine frage habe ich noch zu den bitterstoffen. irgendwie der, der alkohol wenn ich jetzt wirklich so, so fasten möchte in der fettverbrennung sein möchte entgifte dann dann tue ich mich immer schwer mit diesen bitterstoffen in dieser alkohollösung. Das, Oder ist das ja, also, irrelevant? Genau, es gibt jetzt ja verschiedene ähm, Tees auch. Das in der Königsweg wäre Tee zum Beispiel mit Artemisia und Mariadistel mhm. und Löwenzahn, also bittere Tees, Rucola. Und dann gibt es die, also schöne Präparate, ähm, zum Beispiel von Ceres, da ist mhm. ein bisschen Alkohol drin. Ne? Aber die kleine Menge mit dem Kraut geht gut. Nur darf man dann halt nicht dazu noch, noch was anderes trinken. Aber das ja. hätte jetzt keinen Einfluss auf meinen Fettstoffwechsel. Ne? Nee, das ist Nein? absolut moderat. Okay. Ja, ja. Super. Haben wir noch was vergessen für die Leber? Also ganz sicher hilft ähm, Lebensstil, Meditation. Mhm. Ganz sicher hilft ähm, Mindfulness und Achtsamkeit. Und je besser mehr in Stresse können, umso besser geht es der Leber. Und ähm, auf der anderen Seite, je besser es der Leber geht, umso besser findet man in die Ruhe. Das wäre die Zugleichheit. Deshalb glaube ich, ein Stressmanagement ist total wichtig. Und ähm, tatsächlich ein Bewusstsein auch für das Schlaf. Das heißt, je besser der Schlaf, und umso besser kann die Leber sich erholen. Wenn ich keinen Schlaf habe, hat die immer Stress. Mhm. Aber wenn die Leber nicht gut kann, dann finde ich auch nicht zur Ruhe. Und deshalb gibt es manchmal noch einige Substanzen, die den Schlaf fördern, wie Passionsfrucht und Baltrian und Hypericum und ähm, 5 hydroxytryptophan Aminosäure oder ein bisschen Melatonin. Wenn das dort gut läuft, dann ist die Leber auch gut gepflegt. Super. Vielen, vielen Dank für den tollen Rundumblick. War echt super spannend. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Wenn die Leute sich aber jetzt doch noch mal ein bisschen näher informieren wollen, gibt es Möglichkeiten, sich da noch mal einzulesen und zu sagen, hier, da schaffe ich mir noch mal einen Überblick. Ja, am, am ehesten sozusagen in dem Weg nochmal Zucker, der heimliche Killer, da ist die Leber drin. Nikolai Worm, die Menschenstopfleber. Auch die Literatur von Nikolai Worm war da sicher federführend. Für alle, die noch mehr wissen möchte, gibt's tolle Talks von Robert Lustig. Robert Lustig, ein brillantes Genie in der USA. Der hat auch eine Neuauflage gemacht von Pure White and Deadly. Genau, pur weiß und tödlich <laughs> ähm, zum Zucker und zum Fruchtzucker. Das ist in, übrigens ein, ein Kinderarzt und ein Endokrinologe. Der das schon lange auf dem Radar hat, mhm. der hat das erste Paper gebracht, 2012, The Toxic Truth About Sugar. Genau. Okay. Und damals schon, also vor fast zehn Jahren, ein Teelöffel Fruchtzucker, jagt die Harnsäure und die Fettwerte und der Blutdruck in die Höhe. Und ähm, jetzt wird es Zeit, dass ich es durchsetzt. Tolle Talks, gut verständlich. Und auch sein Buch eigentlich auch ein schönes Buch. Super. Dann danke ich dir und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Dankeschön, war mir eine Freude. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die Leber ist einfach so wichtig, da kann man einfach nicht genug davon wissen. Und ich hoffe, Sie haben auch einiges mitnehmen können aus dieser umfangreichen Sendung. Viele Tipps und Tricks und bedanke mich fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss.